Ja, willkommen zur neuen Folge des 22 auf der Haut Belleron. Wir sind jetzt aktuell dabei, noch für unseren die Feld bereit zu machen, für die Ernte. Rapsernte auf beiden Feldern. Deswegen schauen wir gerade mal nach der Phase, die wir da haben. Wir hatten ja letztens noch ein paar Lieferungen an die liebe Bäckerei gemacht für die Produktion, dass wir da auch langsam mal vorankommen. Zucker war voll, Milch ist voll und ja, Butter haben wir denn schon Butter? Nein, aber wir können Butter produzieren lassen. Bitte produziere für uns Butter. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal was. Drei, was brauchen wir noch? Eins habe ich allerdings vergessen, und zwar habe ich ja den einen Mod bei Chinese noch gefunden, diesen für mehr Obstplantage, also ein bisschen mehr als sonst. Den muss ich noch nachladen, das habe ich nämlich heute Morgen voll vergessen, aber ja, ich werde einfach mal sagen, auch von den Tieren her sind soweit alle versorgt. Das Hühner sind jetzt weg. Auch noch ein bisschen. Sagt ihr? Auch in Ordnung. So, Tiere. Seid immer noch gut. Einen Tag haben. Ne, vielleicht. Im April, ja. Pollen, Wasser, ja gut, dann sollten wir doch mal gerade unseren Glas nehmen. Kosten. Oh, Milch. Gut, dann holen wir auf jeden Fall jetzt Big Packs und dann brauchen wir Schweinefutter. Schwein. Euka. Nehmen wir direkt 8 Stück mit. Dann mit ihr mal gerade mal ab. Sieht es mit dem Licht nicht, sieht es gut aus oder ist es nicht so übertrieben? Weil dieses Blumeneffekt da. Ich fände es mal ganz so lassen. So, halt Außenperspektive. Wir wollen ja heute nicht in der Ego fahren. Auch wenn ich ihn aktiviert habe. Den Händler kennen wir ja schon.
Das gefällt mir jetzt gar nicht mal so schlecht, ne? Also. Gefällt mir wahrhaftig, ja. Ich muss sagen, frisst auch gar nicht so viel Leistung. Schön geschmeidig. Selbst wo ich die Karte geladen habe, lief das wunderbar. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Umsetzung ist. Also auch von dem, wie nennt man das, der Staub, der da hinterhergezogen wird, ist auch nicht schlecht. Fällt mir auch richtig gut. Bitte. Oh, dann gehen wir gleich mal die Schweine damit füttern. Also wenn es auf Thüringen genauso schön aussieht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, suche ich mir vielleicht noch einen Mod, wo man die Tassenbelegung hat, wegen den, hier, dieses, kann ich das hart ausschalten, ne? Das hätte ich gerne auf eine extra Taste gelegt. Ja, die Kelly ist leider nicht da. Meine Freundin ist leider arbeiten. Auf dem Weg zur Arbeit. Da kann ich ja aber das ist richtig, richtig cool. Also ich meine, okay, ihr seht ja jetzt hier von Giants die Entfernung, was da angezeigt ist. Auch da würde ich halt gerne nochmal eine Stufe höher gehen, im Detailgrad, aber ja. Wir tasten uns halt mal da ein bisschen ran, gerade nach dem neuen Update, was da kam. Ich habe keine Ahnung. Habe ich mir auch noch nicht angeguckt, aber ich bin auch schon auf das neue DLC, das ja in wenigen Tagen ja auch rauskommt, gespannt. Und oh. Du willst halt wissen, wa? Da rühren die kleinen Ferkel. Ha, eigentlich war es eine Kuh, ne? Aber wie war das Schöne? Aus was macht man Oliven? Richtig, Sonnenblumenöl. War nämlich mein Fehler, weil am Donnerstag, ey. So, der ist doch unten. Dran. Ja, das war jetzt nix.
Oder wie macht man anders? Man schiebt einfach die ganzen Big Packs einfach rein. Mit denen dahin. Habe jetzt schon geleert. Ach ja, so schön. Kleinen Ferkel, guck mal, wie die da rumspringen, da links. Eieiei. So. Brauche ich noch wieder mal die Equipment-Kamera, ey. Aber da habe ich mir auch schon was einfallen lassen. Jetzt haben wir wieder ein schönes Ballett hier. Hm? Oh. Muss mal Rechner arbeiten. Interessant. Ah, mit der Aufnahme halt, ne? Naja. So, dann haben wir die Schweine auf jeden Fall versorgt. Das heißt, was braucht man? Ach, die Schafe und ihr Wasser. Ja, ist auch noch okay. Gut, dann können wir danach wieder ein bisschen vorspulen. Hoppala. Klar, Kommissar. Stresstest hat er bestanden. Dann hätten wir fast unsere Hofarbeiten alle erledigt, ne? Oh. Langsam Stapler. So saftig die, also wie gesagt, das ist halt jetzt. Ich habe heute Morgen nochmal gegoogelt, was dafür über dieses Shader-Programm oder Reshade, was da gut sein könnte. Ja, der Stapler sah auch schon mal besser aus, ich weiß.
So. Wischi, moin. Na? Ja, auf jeden Fall ausgeschlafen. Aber dürft mich auch gern Sascha nennen, ne? Also, wie gesagt. Herr Bartalo oder Sascha. So, da wisst ihr jetzt mal, wie ich heiße. So. Hast du wenigstens gut geschlafen und einen schönen Start in den Montag gehabt? Naja, die paar Stündchen da. Ah, weißt du, wie ich mich freue? Über dieses Tool gerade, über dieses Grafiktool. Ja, wenn das funktioniert, dass das dann auf Assetto Corsa drauf kommt. Hast eine Miezekatze. Aha. Na gut, ich war, sagen wir so, ich war heute Morgen schon seit um 3 wach. Na. Ich war heute Morgen schon um 3 wach. Hab dann heute Morgen noch um die 2 Videos die eine Folge noch geschnitten. Dann habe ich noch mich mit dem Programm hier kurz vertraut gemacht. Mir nochmal das VOD von Tobi angeschaut. Also von Casual Damien. Was man da alles beachten muss für an diesem Programm, aber ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Ah, okay, perfekt. Dann brauchen wir auch keine Paletten mehr abzuliefern. Lieber zerstöre ich Paletten.